Tag Zero, Null, Neustart, alles neu. Also, da kommt eine riesengroße Gewitterfront auf uns zu. Keine Chance, da komme ich nie hoch. Tatsächlich, hey, es gibt gute Nachrichten vom Solarkonzept. Das funktioniert. Also ich kriege jetzt hier gerade 80 Watt rein. Oh, hallo Sonne, hallo. Oh, meine Laune wird immer besser. Ich brauche mal langsam wieder einen richtig steilen Berg, der mich fertig macht oder sowas. Das da, das da, das da. Niemals im Leben. Diese Berge machen mich fertig. Komplett fertig. Einen wunderschönen guten Tag zu Tag Zero, Null, Neustart, alles neu. Was ist alles neu? Was ist alles neu? Das sieht doch ziemlich anders aus als vorher, oder? Ja, also für euch ist ja nur eine Folge vergangen, vielleicht eine Woche oder ein paar Tage. Wer weiß, wie die Frequenz mittlerweile ist. Niemand weiß das. Tatsächlich, Stand jetzt bin ich auf YouTube gerade in Lohwarden angekommen. Also, die Realität ist ein bisschen voraus. Ich habe jetzt zwei Wochen Zwangspause gehabt, war sogar mit Auto in Bremen, hatte eigentlich gedacht, ich muss meine Tour hier in Ravensburg beenden, aber eine gute alte Freundin von früher, die ist gar nicht so alt, die ist so alt wie ich, aber ist eine Freundin aus alter Zeit, hat dann gesagt, du, ich habe hier ein Auto, nimm das mit, mach deine Sachen, die du zu Hause zu erledigen hast und dann kommst du wieder her und machst deine Tour weiter und genau das werden wir jetzt tun. Ja, was ist neu? Das Lama. Da ist nicht so viel neu, außer dass es ein bisschen neu gepackt ist. Palmi geht es übrigens auch immer noch gut. Hier ist ein neuer Schlafsack, Isomatte, die ist neu. Wird dann heute Abend mal getestet. Das sieht irgendwie neu aus. Und der gesamte Hundeanhänger sieht auch neu aus. Wie findet dieser Hund das so? Sind Sie damit einverstanden? Nein? Okay. Das tut mir sehr leid. Ja, die Basis hiervon ist vom guten Scovi. Seines Zeichens der Urvater des Fahrradwohnwagens. Der hatte ein bisschen Zeit und Langeweile offensichtlich und hat diesen wunderbaren Hundeanhänger gebaut. Ich habe den noch mal ein bisschen mit Europaletten umgebaut und Ladungskonzept. Es ist alles noch nicht perfekt, aber es ist noch in Arbeit, wie man sieht. Vielleicht sollte ich hier auch irgendwann mal ein bisschen isolieren oder so. Aber es sind jetzt erstmal die ersten Kilometer. Ja, jetzt werden wir gerade mal kurz, das Lama war im Service bereits und da fahren wir jetzt gleich mal zur Werkstatt hin, bedanken uns erstmal und fragen die, was sie überhaupt da gemacht haben. Und vielleicht sollte ich auch die Rechnung bezahlen, bevor ich weiterfahre. Und dann gibt es noch die besten Käsespätzle der Welt. Und weiter weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber irgendwas wird heute mit Fahrradfahren passieren. Wahrscheinlich gen Norden, Richtung Bremen. Wie? Niemand weiß das. Wir werden es rausfinden. So ist es. So, Ziel erreicht. Das Lama war hier in der Inspektion. Da sind die guten Jungs, die sich darum gekümmert haben. Der Jorgo, der Wendolin und Xaver. Vielen Dank erstmal, dass ihr das hier wieder inspiziert habt. Und ja, also mich würde mal interessieren, was habt ihr da so gemacht? Was kann ich selber machen auf der Reise? Worauf muss ich achten? Und ja, mehr Fragen sind mir ehrlich gesagt nicht eingefallen. Du darfst? Du hast gesagt. Ja, also im Prinzip schraubt man alle Schrauben mal fest am Rad. Man guckt, dass die Speichenspannung passt, dass die Schaltung vernünftig funktioniert, Pedale, Kurbeln, sowas fest sind, dass einfach nicht schief gehen kann, wenn man quasi unterwegs ist. Ein bisschen Pflege quasi, Kette ölen, solche Dinge macht man an so einem Kundendienst, bei E-Bikes auch mal ein Update. Okay. Nach wie vielen Kilometern sollte ich zur nächsten Werkstatt ungefähr? Was würdet ihr empfehlen? Also man sagt so einmal im Jahr, bei Vielfahrern zwischen 1500 und 2000 Kilometern. Okay. Das heißt, ich kann meine Tour nach Bremen, das werden so um die 1000 Kilometer, die kann ich erstmal machen. Genau, und dann würde ich aber zur Werkstatt gehen, weil du natürlich auch sehr schwer beladen bist. Ja, ein bisschen schwer beladen sind, weil tatsächlich irgendwie ist das, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber okay. Dann hast du mir eben schon erzählt, dass ich bei den Speichen, da sollte ich ja wahrscheinlich auch ab und zu mal durch meine Beladung nachgucken. Und was hast du eben gesagt? Also du brauchst einen Speichenschlüssel im Prinzip und dann kannst du hier, man startet im Prinzip ab Ventilloch, egal ob jetzt links oder rechts. Und dann einmal quasi drumherum, bis man wieder am Ventilloch angekommen ist,
Und da am besten eine Viertel bis eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. So gegen den Uhrzeigersinn. Genau. Gut, dass ich ein Video davon mache. Dann gucke ich mir nämlich einfach das Video an, wenn es soweit ist. Genau. Also dann es gibt ist das auch auf YouTube gibt's, Tutorials dazu. Da kann man sich das auch mal anschauen, wie das funktioniert. Ist kein Hexenwerk, wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, kann man das schon eigentlich ganz gut selber machen. Mhm. Dann habe ich wohl zu danken einfach, ne? Ja, sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank. Also die Jungs haben das gemacht in meiner Abwesenheit. Ich habe ja schon erzählt, ich war jetzt zwei, für euch ist es nur eine Folge, ne? Aber ich war zwei Wochen in der Realität. Ne? Und in der Zeit wurde das hier für mich erledigt. Richtig toll. Und vielleicht wisst ihr, im Moment ist es nicht so einfach, einfach mal zur Fahrradwerkstatt zu gehen und sagen, hier, mach das mal heile. Weil die sagen am meisten, ja, komm mal in sechs Wochen wieder. Ne? Also nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und ich komme dann nächstes Jahr wieder wahrscheinlich. Viel Glück. Danke, danke. Der Hund bleibt hier? Ja. Hundi? Nee. Nein, der muss den machen. Der will bestimmt mit. Ein Seehund, willst du? Ja. Den kannst du in den See schmeißen, dann ist das ein Seehund. Das ist kein Problem, oder? Ja, super. Oh ja, die ersten Meter tun so, so unendlich gut. Nach zwei Wochen endlich wieder voll bepackt. Wir haben jetzt auch schon mal ein bisschen Regenschutz installiert. Ich habe meine Regenjacke gerade ausgezogen, weil der Regen irgendwie doch nicht kommt. Also es ist verwirrend. Ich habe ja gerade Kässpätzle gegessen und dabei mal ein bisschen Regenradar gecheckt. Das sind ja die einzigen Nachrichten, die ich gucke. Und da kommt bis einschließlich 15.45 Uhr, was in 40 Minuten ist, eine richtig harte Gewitterfront auf uns. Wo muss ich lang? Also da kommt eine riesengroße Gewitterfront auf uns zu. Bis 15.45 Uhr und um 16 Uhr ist die einfach weg. Also dann ist einfach das Regenradar trocken, für immer. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler der Seite ist oder ob wirklich jetzt irgendwie kurz vor Ravensburg der ganze Haufen Regen runterkommt und wir den gar nicht abkriegen. Mal sehen. Ja, ansonsten geht es jetzt tatsächlich Richtung Bremen. Also ich habe jetzt zwar eben gesehen, dass hier demnächst die Donau kommt und die führt zum Schwarzen Meer und ich würde das wirklich am allerliebsten machen. Aber leider habe auch ich manchmal ein paar Verpflichtungen, muss mich, bevor ich auf größere Reise gehe, erstmal um ein paar Dinge kümmern, wie zum Beispiel jemanden, der in meiner Wohnung in der Zeit wohnt. Also ich glaube, das mit der Gewitterfront, das sind Fake News. Das mit dem Berg, das sind keine Fake News, den sehe ich klar und deutlich vor mir. Links auf neue Steige. Und da kann ich keinen Hund aussteigen lassen. Never. Okay, Vollgas, Turbo, Unterstützung. Dann auf geht's. Keine Chance. Komme ich nie hoch. Folge dem Weg 550 Meter. Viel zu steil. Schaff ich nicht. Geht nicht. Schade. Nicht vor einer halben Stunde noch gesagt, wie sehr ich das liebe, was ich tue. Ich kann nur so steile Berge bauen. Oh Gott, mir schwindelig. Nein, ich werde jetzt nicht ohnmächtig, los, schieb darüber. Ich fahre jetzt darüber, danke. Steh darüber. Nett von ihm. Das war richtig nett von ihm. Das war wirklich nett von ihm. Das war der geilste, nette Mensch der Welt. Aber ich habe jetzt einen neuen Plan. Und kurz wird's dahin. Pause. Gute Postmann wollte ja eben schon helfen und er hat jetzt gerade angehalten, weil ich bin jetzt gerade, das Fahrrad ist umgekippt beim Aussteigen. Es war gerade Katastrophe. Habe ich hier erschöpft auf dem Bürgersteig gesessen, hat er auch gerade angehalten, gefragt, ob er mir helfen kann. Also, ach, da geht die Stimmung gleich wieder hoch. Aber das Ding hier, das war fies. Ich bin jetzt ein bisschen schlauer, der Hund darf jetzt nebenher laufen. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Sie fahren 2. 0, 2, 3. Ja, der Berg hat mich echt geschafft. Der hat mich wirklich geschafft.
Und da unten ist Ravensburg und Weingarten noch zu sehen. Also wir haben noch nicht viel Strecke geschafft heute. Aber dafür sehr, sehr viel Energie verloren. Vor allem die meines Körpers. Gerade zwei Wünsche geäußert, nämlich der erste, dass wir von dieser Bundesstraße wegkommen, und der zweite, dass wir einfach mal eine geteerte Straße unter uns haben. Hey, das sieht jetzt gut aus. Danke, Universum! Wir haben jetzt erstmal eine kleine Abendbrotpause gemacht, sowohl ich als auch der Hund. Eigentlich wollte ich mich auf diese wunderschön geformte Bank setzen, dann ist es aber doch dazu gekommen, dass ich mit Irene da auf der Bank gesessen habe und wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalten. Ja, und ich bin auch ein bisschen blöd, ne? Es ist jetzt eine Stunde vor Sonnenuntergang und ich brauche einen Schlafplatz. Theoretisch wäre das hier der Schlafplatz, wenn dann diese Bundesstraße nicht wäre. Und sie hat mich jetzt eigentlich gerade zu sich nach Hause eingeladen. Das ist dann da irgendwo hinter dem Berg. Und ich habe gesagt, oh nö. Jetzt, wo sie weggefahren ist, habe ich gemerkt, dass das eine richtig bescheuerte Idee ist. Weil ich habe jetzt echt nur noch eine Stunde Zeit, einen Platz zum Schlafen zu finden. Naja. Aber dennoch, ich möchte noch ein paar Kilometer machen. Heute waren es irgendwie erst 20, dadurch, dass ich relativ spät losgekommen bin. Also werden wir jetzt den Bock wieder besteigen. Den haben wir übrigens gerade wieder aufgeladen mit Solarenergie. Das Fahrrad ist 80% voll wieder und die Powerbank ist bei 66% oder so. Mal gucken, vielleicht wird das was mit den neuen Solarpanels und dem neuen Konzept. Noch ein bisschen früh zu sagen. Ja, jetzt Jagd nach einem Schlafplatz. Campingplätze sind hier im Umkreis von 30 Kilometern keine, gar keine. Die fallen also aus. Egal, wir fahren jetzt erstmal, nächster Ort ist Bad Saulgau, da fahren wir noch durch. Und dann hinter Bad Saulgau werden wir bestimmt einen super Schlafplatz finden. Das wird super, muss es ja, muss es ja. Der Wettlauf gegen die Sonne läuft. Das geht echt schnell. Es ist 19.20 Uhr und das Ding will jetzt schon untergehen. Und es wird auch schon frisch. Ja, ich hätte wahrscheinlich den Schlafplatz eben daneben sollen oder das Angebot von Irene annehmen sollen, wenn ich schlau gewesen wäre. Meistens, das wisst ihr ja schon, bin ich immer erst hinterher schlau. Jetzt habe ich über Park von Neiten Platz gefunden. Das ist auch wirklich der einzige im Umkreis von 20 Kilometern hier. Ja, hoffen wir mal, dass das was wird, dass ich da irgendwo ein Zelt aufschlagen kann. Es sind jetzt noch 3,5 Kilometer. Ich bin gespannt, ihr dürft es auch sein. Also es muss klappen, weil ansonsten muss ich halt im Dunkeln fahren. Und ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Lust mehr jetzt. Ey, ich glaube, der Platz ist tatsächlich mitten im Ort. Ich bin gespannt. Folge dem Weg 350 Meter. Soll das jetzt hier sein oder was? Oder wie, oder das schafft das nicht. Ah, guck mal. Jawohl. Das sieht doch okay aus. Ja, easy. Geil, mit kleinem Teich, See, irgendwas. Dann kann ich ja meinen dreckigen Körper nochmal ein kleines Stück reinigen. Kann sogar Tischtennis spielen mit mir selbst, muss ich halt schnell laufen. Ja, das ist gut. Ja. So sieht er aus, wenn er sich freut. Bauen wir jetzt auf und dann nichts mehr. Gar nichts mehr. Aufbau gerade noch rechtzeitig im Einsetzen der Dunkelheit. Also es ist jetzt 4 Minuten nach Sonnenuntergang, laut Uhr. Ich würde sagen, es ist 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Also so lange habe ich keine Sonne mehr gesehen. Ja, es steht alles. Ja, und ausnahmsweise darf der Hund wohl mal mit im Zelt schlafen. Erstens bin ich mir noch nicht so sicher, wie regensicher das Ganze ist. Das will ich alles noch mal ein bisschen eruieren. Und zweitens wird es langsam auch echt ein bisschen frisch. Und keine Ahnung, ob sein Fell da reicht. Und
Naja, mal gucken. Wenn er sich benimmt, das Zelt ist halt ultra leicht. Das heißt, es ist auch ultra leicht kaputt, wenn der sich nicht benimmt. Wenn er sich nicht benimmt, fliegt er raus. Dann muss er frieren. Wenn er brav ist, dann darf er bleiben. Ja, so endete also Tag 0. Also der erste Tag von Version 2. Version 2 ist nämlich all das hier. Doch noch erfolgreich. Gab wieder mal Höhen und Tiefen. Also tatsächlich dieser erste Berg gleich am Anfang, der hat mich richtig zerstört. Das tat richtig weh in den Knochen, in allem. Ich habe geschwitzt wie ein Tier. Gott sei Dank konnte ich mich hier gerade ein bisschen waschen. Das war zwar sehr kalt, aber trotzdem sehr erfrischend und ja, kalt und erfrischend. Genau, so war es. Naja, ist auch egal. Das wollte ich euch jetzt auch gar nichts mehr erzählen. Ich habe nämlich schon erst erzählt. Ich wollte euch nur das erzählen, dass ihr diese Glocke, diese Abo und diesen Like-Button. Und ich fände es auch relativ geil, wenn ihr mal was in die Kommentarspalte da unten reinschreibt. Noch sind wir ja in der Größe, wo ich das meiste lesen kann und auch das meiste beantworten kann. Also, bis morgen und liken, Glocke und so weiter. Bis dann. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Fast Sonnenschein. Die ist noch mit Aufgehen beschäftigt. Es ist fürchterlich früh. Ich gebe es zu. Es ist 6:45 Uhr oder sowas. Und draußen vom Walde komme ich hier und ich kann euch sagen, es herbstelt sehr. Wir haben mittlerweile, ich glaube, es ist der 7. September. Und das merkt man leider. Die 2 Wochen Unterschied, die ich jetzt nicht gereist bin, ist ein Unterschied. Es wird nachts frisch, aber auch nicht kalt. War super. Aber es ist ein bisschen feucht so morgens. Ach, wunderschön. Ich bin hier, ich bin ein Morgenmuffel. Wirklich, jeder, der mich kennt, weiß, redet morgens nicht mit mir. Ich hatte auch noch keinen Kaffee. Lasst mich bloß in Ruhe, wenn ich erstens morgens ist und zweitens ich keinen Kaffee hatte. Mein Kaffee ist gerade noch in Arbeit und trotzdem meine Laune ist... Ich drehe durch. Es ist wirklich wunderschön, hier aufzuwachen, diesem schönen Plätzchen. Ich habe gestern auch noch die Zeit im Zelt genutzt. Das ist halt auch das Thema mit dem Herbst. Ne? Die Nächte sind echt lang. Also es ist halt um 8 dunkel und es wird um 7 irgendwann wieder hell langsam. Habe mich aber dann... damit beschäftigt, jetzt eine kleine Routenplanung zu machen. Bis Fulda ist jetzt sozusagen die Route grob geplant, mit vernünftigen Radwegen, alles über Komoot geplant, aber mit manueller Nachbearbeitung. Das heißt, wenn er sagt, ey, du fährst jetzt hier 4 Stunden an der Bundesstraße, dann sage ich, nein, ich fahre 300 Kilometer Umweg. Ja, heute geht es dann zur Donau. Donau, Schwarzes Meer. Nein, wir fahren nicht zum Schwarzen Meer. Wir fahren die Donau ein kleines Stück entlang bis irgendwo hinter Ulm. Und dann geht es irgendwie, ich habe es schon wieder vergessen, aber irgendwie geht es dann da durch. Und zwar auch so, dass wir jetzt nicht 7000 Höhenmeter auf der Tour haben. Ich glaube, Komoot hat wirklich vorgeschlagen 5000 Höhenmeter. Und ich habe das jetzt runter reduziert auf, weiß nicht, 2500. Das klingt viel, das ist aber gar nicht so schlimm, weil das kumuliert sich halt. Ja, hier gibt es jetzt Kaffee. Dann wird das Geraffel abgebaut, dann gibt es vielleicht noch ein kleines Frühstück. So. Leberkäsebecken sind übrigens das Einzige, was fast genauso gut ist hier unten, wie Kässpätzle. Ich muss wieder ins Schwabenland ziehen, ne? Ich merke es selber. So, guten. Jeep, 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 Jeep. Ja, ich habe leider einen kleinen Programmierfehler in meinem Kopf, wenn ich einen Jeep sehe. Ist das ein E-Jeep gewesen? Der hat gerade komische Geräusche gemacht. Gibt es die jetzt auch als Hybrid? Das ist ja... Egal, vergessen wir das. Ich habe die starke Vermutung, dass wir in Bad Saulgau sind. Das könnte auch falsch sein, aber ich glaube, es ist Bad Saulgau. Sonne, hallo. Oh, meine Laune wird immer besser. Ich brauche mal langsam wieder einen richtig steilen Berg, der mich fertig macht oder sowas. Sonst fange ich gleich wieder an, komplett durchzudrehen. Wenn mich nicht alles täuscht, und das passiert äußerst selten, ist hinter diesem kleinen Schutzwall... Nächste Möglichkeit umkehren. Du Schnauze halten.
ist hinter diesem kleinen Schutzwall die Donau. Ach, ich würde sie so gerne bis zum Schwarzen Meer verfolgen. Und zwar ab heute. Ah, ich würde so gerne. Wirklich, ich würde so gerne. Ich würde so gerne. Und es gibt auch andere Radreisende endlich wieder. Es könnte also auch sein, dass wir hier jetzt wieder eine Infrastruktur haben, sprich Campingplätze und sowas. Ach, die ist ja süß. Das ist ja ein süßes Flüsschen. Mit Aua. Schön auf die Fresse legen. Ja, das Ding ist ja süß. Kleiner Mini-Donau-Vinzi. Vinzi-Pinzi. 70 Metern geradeaus auf Schlachthausstraße. Herzlich willkommen in Riedlingen, der Perle an der Donau. Es ist 11.58 Uhr, Zeit für Mittag, wenn man so früh aufsteht. Servus. Es gibt heute Spätzle, Käse, Kässpätzle mit Pesto. Naja, es ist halt die, hallo, servus, die Unterwegs-Variante. Wasser kocht gleich. Ja, und tatsächlich, hey, es gibt gute Nachrichten vom Solarkonzept. Das funktioniert. Also ich kriege jetzt hier gerade 80 Watt rein, 180 gehen ins Fahrrad, das heißt, die Hälfte von dem, was ich gerade ins Fahrrad lade, kommen direkt aus der Sonne. Nur die andere Hälfte kommt aus der Powerbank hier hinten. Bisher war ich nicht an der Steckdose. Das ist immer noch der erste Akku. Der zweite ist auch noch komplett voll. Geil. So, jetzt gibt es erstmal Essen. Ja, meine Kässpätzle sind fertig. Leider habe ich kein Salz, aber ich habe Pringles. Das denke ich genauso gut, ne? Ich denke auch. Gar nicht schlecht. Wirklich. Also, wahrscheinlich die besten Kässpätzle, die an diesem Ort jemals produziert wurden. Also an genau diesem Ort meine ich. Mhm, denke ja. Stimmt super. Ach, das wird scheiße. Ja, ich müsste wenigstens auf die Geschwindigkeit kommen. Ah, kack. Wer baut denn so eine schade Brücke? Kann ich schön schieben. Nicht aufregen. Alles ist gut. Nichts ist schlecht. Kleiner Spaziergang. La la la. Oh, Scheiße. Ah,
Ja, das mit der Brücke war nicht so geil. Ich habe mir jetzt hier die Achse verbogen. Das macht jetzt Klack, 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 Klack Geräusche. Also, das Universum möchte mich testen. Erstmal die Achse, ja, und jetzt dieses Schild. 20%. Also, gestern hatten wir 12% und das war unmöglich. Und das da, niemals im Leben. Da würde ich nicht mal runterfahren. So, jetzt ist es aber ein Test. Ich habe das alles verstanden. Ich lasse mich auch überhaupt nicht provozieren, denn da steht ein Schild. Biergarten geöffnet. Ich glaube, das bedeutet, dass der Biergarten geöffnet ist. So, dann trinke ich jetzt ein Bier. Es ist mir egal. Zur Not ein alkoholfreies. Und vielleicht finde ich dann jemanden, der mir hilft, das Ding da hochzuschieben. Tja, habe leider niemanden gefunden, der mir schieben hilft. Da unten sitzen keine Menschen mehr, beziehungsweise nur sehr gebrechliche Rentner. Also müssen wir es jetzt selber schieben. Servus. Ja, damit fing es an, dass die Laune runterging mit der Eisenbahnbrücke. Die hat meine positive Energie gefressen. Aber kein Problem, ich baue die wieder auf. Alles easy. Nach dem Berg. Diese Berge machen mich fertig. Komplett fertig. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So, vor uns liegt Ehningen. Das ist das Tagesziel von heute. Hoffe ich. Also einen Campingplatz gibt es hier nicht. Auch sonst nichts. Und morgen kommt wirklich, wirklich, wirklich böses Wetter. Deswegen habe ich mir jetzt eine Schutzhütte ausgesucht. Keine Ahnung, da ist keine Oh, das sieht nicht gut aus. Da sollte ich langsam drüber fahren. Das ist gefährlich. Ja, ich habe mir eine Schutzhütte ausgesucht, um mich vor bösem Wetter zu schützen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die aussieht, wie groß die ist, ob es die überhaupt gibt und ob man da überhaupt bleiben darf. Ich werde sie mir jetzt mal angucken. Bis gleich am Ziel. Sicher? Ja, okay. Also eine fette Hütte. Und zu. Ja, zu schön gewesen, ne? Guti, ich mache jetzt hier erstmal eine Pause. Werde mir einen neuen Plan überlegen. Oder die zweite Hütte noch probieren, die in der Nähe ist. Ja, so ist das Leben. Die Eschenbach-Hütte. Aller guten Dinge sind drei. Oder halt auch nicht. Die ist komplett zugenagelt. Guti. Wir brauchen einen Alternativplan. Den werde ich jetzt auf dieser Bank aushecken. Es ist 17 Uhr. Drei Stunden bis Sunset. Also wenn ich durchballer, könnte ich es bis zum Campingplatz schaffen. Ach, ich mag diese Idee nicht. Dann weiter auf Achstetter Straße. Oh mein Gott, ein Campingplatz. Der ist in keinem Internet, aber er ist da. Ein Campingplatz. Geil. Ein Campingplatz und ein Essen. Nein. Machen wir so. Oh. Ey, keine Ahnung, wo dieser Campingplatz jetzt herkommt. Im Internet gibt's den nicht, aber er ist da, also gut, fertig.